wichtig ist, dass du dir vorstellen kannst, wie es ist, wenn du etwas geschafft hast. Oder? Wenn du das nicht kannst, dann wirst du das Ziel garantiert nie erreichen. Oder? Das sind meine ersten Erinnerungen, die ich habe. Wirklich schwingen, das ist das Erste. Wir haben in den Windeln schon geschwungen. Wir haben uralte Videoaufnahmen, wo wir getroffen sind. Wir sind wirklich als Brüder natürlich miteinander am Schwingen. Wir sind immer an Schwingfest mit dem Vater, schon seit ich weiss. Und das ist, bei uns in der Familie ist das wirklich, hat das sehr, sehr eine hohe Stelle. Und eben der Vater hat selber schon geschwungen und durch das war das eh klar gewesen. Es ist nie ein anderer Sport in Frage gekommen. Und am Abend vor dem ersten Training, das ist das Grösste für mich. Also, da habe ich mich so drauf gefreut. Ja. Nein, ich hätte es mir nie vorstellen können, nicht zu schwingen. Bei den Spitzenschwingern oder bei den besten 10 in der Schweiz, sage ich jetzt mal, ist einfach der Kopf das Entscheidende. Manchmal ist die Gefahr, dass wenn du ein paar gute Schwingfeste hast, dass du ein bisschen überheblich wirst. Das Gefühl ist, es läuft jetzt von allein. Und dann musst du dich manchmal ein bisschen erden. Ja. Aber wenn du das Ziel so verfolgst und das einfach unbedingt willst, dann wirst du es auch schaffen.